So, Freunde, einen letzten Versuch Corset Draft machen wir noch. Die anderen sind alle irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen. Dieses Mal, ich spüre es, wird es anders. Hungering Hydra, sehr geile Karte. Reach Death Touch ist auch in Ordnung. Ja, wir nehmen aber die Hydra. Wir könnten den und auf Enchantments gehen. Zusammen mit dem ist das eigentlich immer ziemlich geil. Oder wir gehen auf Schwarz und gehen wieder Grün-Schwarz. Ansonsten Reclamation Sage ist eigentlich noch ganz gut. Und bleibt halt in der Farbe. Irgendwie gefühlt spiele ich immer Grün. Aber ich meine, das war jetzt halt die Rare, ne? Aber ansonsten ist hier halt auch nichts Gutes. Die guten Karten sind alle entweder Grün oder halt Schwarz. In Schwarz weiß ich nicht, ob ich unbedingt reingehen will. Oder hier halt, ne? Wir picken einfach mal den Rack Sage. Der macht nämlich eigentlich immer gut was. Hier haben wir einen Millstone. Können wir überlegen, ob wir auf den Millplan gehen. Hier haben wir einen 1-1er Fliegen, der eine Karte zieht. Zum Medium gut. Also ich bin fast versucht zu millen. Dann haben wir mal was Neues. Einfach defensiv zu spielen und zu millen. Gucken wir mal was. Wir picken den jetzt einfach mal und dann gucken wir, was bei rumkommt. 6-6. Passt jetzt nicht unbedingt in den Millplan. 2 plus 3. Ansonsten. Das ist auch nicht so geil. Der könnte noch. Aber wir picken mal plus 2 plus 3. Das haben wir irgendwie immer. Das wird immer geöffnet, ne? Ja, eigentlich nichts Geiles. Der Walzer ist sogar fast noch das Beste. Noch ein Enchantment. Hier können wir 2 Schaden machen. Als Removal Spell. Keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht begeistert. Wir haben noch, können halt überlegen, wenn wir wirklich millen wollen, auf grün-blau zu gehen. Oder wir picken halt den Sentinel. Picken einfach mal. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, in welche Richtung wir gehen wollen. Da ist der Enchanter. Wir haben einen Enchanter bis jetzt. Oder das Land. Picken wir mal den Enchanter. Ich will mir das Ganze gerne noch ein bisschen offen halten, einfach um zu gucken, welches, in welche Richtung wir gehen. Hier haben wir noch einen, der defenden könnte. Das wäre passend zum Müllthema. Hier ist jetzt nicht mehr wirklich irgendwas für uns drin. Keine Ahnung. Im nächsten Pack müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir grün gehen oder blau. Oder grün-blau. Also, ob wir weiß gehen oder blau, meinte ich. Also, den würde ich eigentlich schon ganz gerne picken, weil der ziemlich gut ist. Vor allen Dingen, wenn man grün-blau ist und den nicht splasht. Gehen wir mal grün-blau. Ah, hier sind ein paar gute Karten drin. Rabbit Bite ist halt ein Removal-Spell. Der, die 4-5 ist halt eigentlich immer ganz gut. Ich denke, wir gehen mal Rabbit Bite. Der ist gut, aber auch teuer. Der ist gut. Sieht denn unsere Kurve bis jetzt aus? Noch nicht so wirklich gut, ne? Okay, take an extra turn. Kostet halt Mana, ne? Da kommt man meistens nicht zu. Axt ist auch nicht schlecht. Boah. Schwierig. Ich glaube aber 4-3 oder der Flieger. Wir nehmen mal den Flieger. Aber wir cast an Aura Spell. Der ist halt ziemlich gut, wenn man hat. Was ist das hier? Skill Animator enters the battlefield. Target artifact you control becomes an artifact creature.
Ich kaufe 5-5. Wir hätten halt den Millstone oder den Apparat, aber wir haben jetzt nicht so sonderlich geile. Wir picken einfach mal den, gucken, ob wir noch. Da ist Blanch mit Armor, nice, das ist eine Aura. Monster. Spider. Hier ist jetzt nicht wirklich was für uns drin. Serpent. Naturalize. Okay, Tower. Scholar, okay. Cleansing Nova wäre eigentlich ganz gut, aber bringt jetzt nicht für uns nicht wirklich viel. Hier haben wir ein Land. Oder Divination Tier, extra Karten. Ich glaube, wir picken das Land. Einfach als, obwohl wir eigentlich brauchen wir das Land nicht, weil das unsere Hauptfarben sind, ne? Picken wir mal die Divination. Wenn das Land nochmal durchkommt, picken wir das Land. Trample. 7 Mana, 7, 7 Trample. Can rock an additional creature in each combat. Ist halt ein dickes Ding, ne? Mal gucken, dass wir noch ein bisschen Early Game kriegen. Aber die 0-3er, weiß ich nicht, da bin ich ehrlich gesagt kein so großer Fan von. Okay, wir brauchen wieder ein bisschen. Bisschen Early Game. Haben wir aber nicht. Da ist das Land doch wieder. Machen kannst du. Ja. Also, so wirklich geil ist das Deck nicht. Finde ich. Wahrscheinlich ist das jetzt das Deck, mit dem wir gewinnen. Ich weiß nicht, ob wir den spielen wollen. Ich glaube aber eher nicht. Millstone raus. Avatus raus. Ein Cancel, glaube ich, raus, sonst haben wir nachher viel zu viele Cancels. Weiß nicht, was packen wir noch raus? Der Windmage ist jetzt nicht so krass in unserem Deck. Der eigentlich auch nicht, aber wenn der halt kommt und man enchantet den, dann ist das halt schon geil. Aber wenn man den halt nicht enchantet, ist das eine 4-Mana 2-3, deswegen packen wir ihn mal raus. Ja, probieren wir es mal so. Oder wir packen die Axt raus und packen dafür den Dude rein, dann haben wir auch mehr Kreaturen. So, was habe ich jetzt reingetan? Nix. Nein, da. Machen wir mal so. Okay, da bin ich mal gespannt jetzt. Barrington. Mal gucken, wie das läuft. Ob das jetzt besser läuft. Tja, wir hoffen mal, dass er einen Artefakt oder einen Enchantment relativ früh spielt. Weil das ist halt so eine Hand, die macht nicht wirklich viel. Aber die ist halt auch nicht schlecht genug, um sie zu rerollen. Komm, Artefakt, Artefakt, Artefakt. Schade. Kann jetzt für uns ein Free Drop. Ah, dammit. Aber wir spielen jetzt den Sage nicht, weil der sowieso, also der angreifen könnte der Gegner sowieso. Spiele nächste Runde den Drake.
Und den rüsten wir dann aus. Außer er spielt jetzt halt ein dickes Enchantment oder sowas. Dann spielen wir den Rex Sage. Noch ein Instigator. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt eh der Trumpet Blast. Das wären 6, das wären 12 Schaden diese Runde. Das würde wehtun. Wenn er angreift, blocken wir aber nicht. Ja, gerade auf jeden Fall ein Combat Trick. Ich will ihn aber nicht einsetzen, solange wir nicht blocken. So, wenn wir nächste Runde in den Wald ziehen, wäre es optimal. Könnte man nämlich beide Auras auf unseren Flieger draufhauen und dann kriegt der plus 7 plus 7. Dann macht er nämlich 10 Schaden nächste Runde. Und wenn wir nicht, also ist eigentlich auch egal, ob wir den Wald ziehen oder eine Insel, weil so oder so tötet er den Gegner in 2 Runden. Wenn er denn durchkommt. Ich denke, jetzt blocken wir, weil die gegnerischen Kreaturen, die machen alle nur einen Schaden. Und um auf 5 zu kommen, braucht man normalerweise 2 Combat Tricks. Das heißt, wenn wir jetzt blocken, geht's eigentlich vom Risiko her. Noch ein Instigator, okay. Boah, der darf jetzt gleich nur keinen Trumpet Blast haben. Okay, kein Land. Dann ballern wir einfach mal ein Charmant drauf. 6. Kommt für 6 vorbei. Wir greifen mal so an, weil wenn er einen Trumpet Blast hat, sind wir eh tot. Der nimmt eh mindestens, also höchstens eine Kreatur mit, wenn er blockt. So, und so haben wir jetzt nächste Runde Lethal in der Luft. Weil er es durchgelassen hat. Wenn er jetzt halt Trumpet Blast hat, sind wir tot. Dann sind das nämlich 18 Schaden. Das ist aber auch die einzige Karte, die uns tötet. So wie sein Deck aber aufgebaut ist, tippe ich halt mal drauf, dass er das hat. Ob es halt jetzt gezogen hat, ist die nächste Frage. Hat er nicht. Dann dürfte er jetzt eigentlich tot sein. Nur der Gefahr? Okay, hätte mich auch sehr gewundert. Okay. Jetzt muss man für ein Mana, ein rotes Mana irgendwas haben, was ich nicht glaube, was es gibt. Von daher ballern wir mal das auf den Flieger und dann hauen wir mal zu. Pum. War aber verdammt knapp dafür, dass er nur 3 Länder hatte. Wenn er einen Trumpet Blast gehabt hätte, wären wir halt tot gewesen. Aber machst du nichts. Oh, wir haben einen History Lesson bekommen. Oh, da ist Rough Capuchin dabei. War das gerade Rough Capuchin? Nicht schlecht.